Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zu Gast bei uns in der Sky Lounge der DFV Mediengruppe ist der Rechtsanwalt Dr. Boris Tschieder von Freshfields Bruckhaus Deringer. Wir werden uns in der nächsten Viertelstunde mit der Frage der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht beschäftigen. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns, Herr Kollege Dr. Tschieder, und Sie sind bei Freshfields tätig. Was genau tun Sie da? Ich leite bei Freshfields die weltweite Arbeitsrechtspraxis. Die besteht so aus gut 100 Anwältinnen und Anwälten in Asien, in den USA und natürlich in Europa. Und meine Beratungsschwerpunkte sind das Arbeitsrecht im Unternehmenskauf, das Arbeitsrecht bei internen Untersuchungen, die Restrukturierung von Unternehmen und der Beschäftigtendatenschutz. Das sind alles spannende Themen. Und das wird für Sie wahrscheinlich jetzt noch spannender, wo wir ja absehen können, wer die nächste Bundesregierung stellen wird. Da gehört zu den ersten Aufgaben sicherlich die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie in nationales Recht. Was erwarten Sie in diesem Bereich? Also da gibt es ja zwei wesentliche Punkte, bei denen Handlungsbedarf bestehen wird. Das eine ist die Einrichtung von Hinweisgebersystemen und das andere ist der Schutz von Hinweisgeber vor Repressalien. Und bei der Einrichtung von Hinweisgebersystemen, da ist es so, dass künftig alle Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern solche Systeme einrichten müssen. Und da könnte man sagen, wo ist das Problem? Das haben doch viele Unternehmen ohnehin schon. Und gerade in größeren Unternehmensgruppen gibt es das doch längst. Aber es ist so, dass ja die Richtlinie eine ganze Reihe von Anforderungen an solche Systeme stellen wird. Also nur mal zwei Beispiele. Wird künftig erforderlich sein, dass man dem Hinweisgeber innerhalb einer Woche nach der Meldung eine Empfangsbescheinigung gibt. Oder dass man nach 3 Monaten ihm mitteilt, Feedback gibt, was man denn untersucht hat, welche Maßnahmen man ergriffen hat. Und selbst wenn man schon ein Hinweisgebersystem hat, dann wird man das an diese Vorgaben anpassen müssen. Es gibt zwei weitere wichtige Punkte in dem Zusammenhang, nämlich künftig werden interne Meldungen und externe Meldungen einander gleichgestellt sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Arbeitnehmer künftig die Wahl haben, ob sie sich zuerst an ihren Arbeitgeber wenden und den Hinweis an den Arbeitgeber geben oder ob sie gleich extern zur Staatsanwaltschaft oder zum Beispiel zu einer Behörde gehen. Und jetzt ist es so, Arbeitgeber haben natürlich ein großes Interesse daran, dass sie Hinweise zuerst intern bekommen. Und deshalb wird es wichtig sein, Hinweisgebersysteme attraktiv, benutzerfreundlich auszugestalten und im Betrieb hinreichend bekannt zu machen, denn nur dann werden Arbeitnehmer vorrangig den internen Meldeweg wählen. Dann das zweite große Thema ist, wie gesagt, der Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien. Das ist ein ganz besonderes Anliegen der Richtlinie und es ist ja so, die Gefahr ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer einen Missstand meldet, der seinen Vorgesetzten betrifft, dann kann das ja durchaus sein, dass dieser zu Repressalien greift. Das muss ja nicht immer gleich eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses sein. Das kann ja auch sein eine verweigerte Beförderung oder die Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags. Und da setzt die Hinweisgeberrichtlinie an, indem sie beispielsweise eine Beweislastumkehr verlangt. Also momentan wäre es ja so, ein Arbeitnehmer, der meint, dass eine Maßnahme eine Repressalie gegen ihn ist, der muss beweisen, dass das eine Repressalie ist. Künftig wird es so sein, der Arbeitgeber muss beweisen, dass es keine Repressalie ist. Und dieser Mechanismus der Beweislastumkehr ist sicher ein sehr wirksamer, ein sehr wichtiger Schutz der Whistleblower gegen Repressalien. Kehrseite kann allerdings sein das Missbrauchsrisiko. Wir kennen das aus angloamerikanischen Ländern, wo es ja eine lange Whistleblowing-Tradition gibt, dass beispielsweise dann, wenn der Arbeitgeber einen Personalabbau ankündigt, die Zahl der Hinweise steigt. Und ich glaube, es wird ganz spannend sein zu sehen, ob das bei uns einen ähnlichen Trend geben wird. Oder ob es diesen Trend bei uns nicht geben wird, weil wir ja anders als angloamerikanische Länder einen sehr ausgeprägten allgemeinen Kündigungsschutz haben, sodass dieser Trend vielleicht bei uns gar nicht so sichtbar werden wird. Wie lange hat eigentlich die neue Bundesregierung noch Zeit, das in Gesetzesform zu gießen? Ja, die wichtigsten Regeln der Richtlinie müssen bis Mitte Dezember 2021, also innerhalb der nächsten 8 Wochen, umgesetzt werden.
Und einige Richtlinien, Regelungen, da hat die Bundesregierung 2 Jahre mehr Zeit, aber die wichtigsten Regelungen müssen bis Mitte Dezember umgesetzt werden. Das wird ein straffes Programm, wenn man noch nicht weiß, wer die Akteure dann tatsächlich sein werden. Innerhalb von Unternehmensgruppen war es ja bisher so, dass man auch ein gemeinsames Hinweisgebersystem einrichten konnte auf der internen Ebene. Wird das in Zukunft dann auch noch zulässig sein? Ja, das ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Und zwar deshalb, weil die EU-Kommission der Meinung ist, dass jedes Unternehmen im Sinne von jeder rechtlichen Einheit mit mehr als 250 Arbeitnehmern ein eigenes Hinweisgebersystem braucht. Und das ist momentan heiße Debatte, wird sehr stark kritisiert, weil wir natürlich aus Unternehmensgruppen die zentrale Systeme haben. Da wissen wir natürlich, die sind oftmals besonders gut, die sind besonders spezialisiert, die sind besonders schlagfertig, wenn es darum geht, Missstände aufzuklären. Und wenn man jetzt sagt, solche zentralen Systeme, die reichen nicht aus, um die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, sondern man muss überall dezentrale Systeme aufbauen, dann schwächt man diese schlagkräftigen zentralen Einheiten und dann erreicht die Richtlinie möglicherweise das Gegenteil von dem, was sie erreichen will, nämlich dass die Aufklärung von Missständen und Unternehmen eben nicht gestärkt, sondern geschwächt wird. Wir hatten ja schon mal einen Gesetzentwurf der Großen Koalition zu der Thematik Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Wäre das eine Chance, wenn es jetzt schnell gehen muss, dass man darauf ansetzt? Das ist durchaus denkbar. Der Referentenentwurf in der Großen Koalition, der war zwar gescheitert, weil er keine Mehrheit in der Großen Koalition gefunden hat, aber da war ja das SPD-geführte Arbeitsministerium hinter diesem Entwurf und es ist durchaus denkbar, dass dieser Entwurf jetzt wieder auf die Tagesordnung kommt. Es ist ja so, warum ist das in der Großen Koalition gescheitert? Das lag im Wesentlichen ja an der Diskussion um den Anwendungsbereich des deutschen Hinweisgebergesetzes. Wie ist das bei der Richtlinie? Die Richtlinie beschränkt sich ja auf einige ganz wesentliche, wichtige Bereiche des Unionsrechts, also zum Beispiel Umweltschutz, Produktsicherheit, Geldwäsche. Und der Referentenentwurf aus dem letzten Winter, der hatte einen ganz weiten Anwendungsbereich. Der sollte nämlich alle Hinweisgeber schützen, die einen Hinweis geben auf irgendein Verstoß gegen Straf- oder Bußgeldbewährte Delikte. Und das fand in der Großen Koalition damals keine Mehrheit, weil viele gesagt haben, solcher uferloser Anwendungsbereich, der würde ja zum Beispiel auch den Hinweisgeber schützen, der zum Beispiel meldet, dass der Fahrer des Geschäftsführers ein Verkehrsdelikt begangen hat. Und da haben viele gesagt, wenn man dieses schwere Geschütz auffährt, dieses schwere Geschütz der Richtlinie und des Hinweisgeberschutzgesetzes, dann soll das auf wirklich wichtige Sachen beschränkt sein. Wird jetzt abzuwarten sein, je nachdem, wie schnell die Regierungsbildung geht. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir den alten Referentenentwurf möglicherweise in neuer Form bald wiedersehen. Und solange man nicht weiß, was da Mitte Dezember dann gegebenenfalls in Kraft tritt, hat man im Unternehmen ja auch Unsicherheiten. Was würden Sie jetzt Unternehmen empfehlen, jetzt schon zu tun? Denn je nach Unternehmensgröße und Unternehmensstruktur ist die Umsetzungszeit dann ja extrem gering. In der Tat. Und es kommt hinzu, dass wir möglicherweise bis Mitte Dezember auch das Hinweisgeberschutzgesetz noch gar nicht haben würden, weil selbst wenn die Regierungsbildung jetzt schnell geht, wird es vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Ja, und dann werden wir in einer Situation sein, dass der deutsche Gesetzgeber die Umsetzungsfrist verpasst hat. Wie wird das dann sein? Dann wird das so sein, es ist eine Richtlinie, also der Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem privaten Arbeitgeber nicht direkt auf die Richtlinie berufen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Arbeitsgerichte die nicht umgesetzte Richtlinie zur Auslegung heranziehen werden, unionsrechtskonforme Auslegung. Ich kann mir das insbesondere vorstellen im Hinblick auf die Beweislastumkehr. Die lässt sich, glaube ich, ganz gut auch im Arbeitsgerichtsprozess schon anwenden, sodass, wenn ein Hinweisgeber von einer Maßnahme betroffen ist, dann der Arbeitgeber nachweisen muss, dass das keine Repressalie ist. Und das bedeutet eigentlich für Unternehmen ab sofort, dass sie, wenn sie einen Hinweis erhalten und eine Maßnahme planen oder ergreifen wollen, die den Hinweisgeber betrifft, dass sie ab sofort sorgfältig dokumentieren müssen, warum sie das tun. Denn wenn sie das nicht dokumentieren, dann wird es ja im Prozess gar nicht möglich sein,
darzulegen und unter Beweis zu stellen, dass es sich nicht um eine Repressalie handelt, sondern um eine arbeitsrechtliche Maßnahme im ganz normalen Geschäftsgang. Das heißt, Unternehmen müssen morgen anfangen. Das würde ich so sehen. Ja, herzlichen Dank für diese spannenden fachlichen Informationen. Und ich denke, das wird auch den einen oder anderen noch beschäftigen bis zum Ende der Umsetzungsfrist, zumal man ja auch damit rechnen muss, dass das ein oder andere Arbeitsgericht dann vielleicht auch dem EuGH vorlegt, wenn einige Fragen noch ungeklärt sein sollten. Das zum Fachlichen. Letzte abschließende Frage. Sie lesen viel, wahrscheinlich viel über Arbeitsrecht, viel über EU-Recht. Was war denn das letzte Buch, was Sie nicht fachlicher Natur gelesen haben? Ich lese zwar viel fachlich, aber ich muss gestehen, dass ich privat ganz wenig lese, weil ich eigentlich viel lieber Musik höre. Aber wenn ich privat was lese, dann hat es meistens im weitesten Sinne was damit zu tun. Und so auch das letzte Buch, das ich gelesen habe, das handelte von Max Reinhardt, der ja zusammen mit Hugo von Hofmannsthal und mit Richard Strauss die Salzburger Festspiele gegründet hat. Und das Buch geht um sein Leben als genialer Theatermacher, Gründer der Festspiele, aber natürlich auch um seine sehr schwierigen und traurigen letzten Lebensjahre. Er musste ja vor den Nazis fliehen und hat im Exil in den USA nie so richtig wieder Fuß gefasst. Aber seine geniale Gründung, die Salzburger Festspiele, die gibt es immer noch. Und die haben ja auch im letzten Jahr bekanntlich ihren 100-jährigen Geburtstag gefeiert. Ja, danke, Herr Kollege Gida, für die nicht fachlichen Einblicke und natürlich auch alle anderen fachlichen Informationen, die wir heute von Ihnen bekommen haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir hatten heute zu Gast in Frankfurt bei der DFV Mediengruppe Herrn Rechtsanwalt Dr. Boris Gida von Freshfields Bruckhaus Dehringer zum Thema Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht.